Herzlich willkommen zur Roten Couch auf der Hannover Messe 2019. Ich befinde mich heute am Stand von Lenze Digital und freue mich sehr, heute Herrn Klaas Nebuhr bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Mitglied der Geschäftsführung von Anchorway. Schön, dass Sie da sind, Herr Nebuhr. Herzlich willkommen auf unserem Stand. Welches Highlight zeigen Sie heute an Ihrem Messestand? Wir sind hier auf dem Lenze-Stand und repräsentieren hier Lenze Digital. Wir sind eigentlich ein Software-Part. Wir präsentieren hier ein Market Launch von einem Paket X-Remote, um Remote Access für Maschinen herzustellen, aus einer Kombination von Hardware, also ich als Software-Mensch darf zum ersten Mal Hardware präsentieren, und einer Cloud-Plattform. Und welche Lücken in Ihrem Angebot haben dazu geführt, dass Sie dieses Produkt jetzt entwickelt haben? Wir bieten IoT-Lösungen an. Und IoT-Lösungen machen nur Sinn, wenn die Maschine auch mit dem Internet konnektiert ist. Hier hat Lenze bisher auf Partnerprodukte zurückgegriffen. Und hier haben wir zum ersten Mal ein Bundle geschaffen aus Hardware und Software, so dass wir selber etwas anbieten können bei Lenze, um Maschinen einfach, das war uns besonders wichtig, einfach und schnell konnektieren können, weltweit. Und auf welche Trends reagieren Sie mit Ihrem Gerät? Maschinenbauer müssen heute immer komplexere Maschinen bauen, die Anforderungen an den Prozess steigen. Das heißt, die Maschinen müssen sehr flexibel sein, müssen im Prozess rekonfiguriert werden. Das heißt, die Maschinen werden in der Bedienung sehr viel komplizierter. Und das Know-how der Maschinenbediener kann gar nicht so schnell mitkommen. Das heißt, intelligente Möglichkeiten, um Remote Access, Remote Service machen zu können, sind gefragt. Und mit diesem Paket können wir unseren Kunden, den Maschinenbauern, anbieten, dass sie ihren Kunden wiederum einen guten Service anbieten können, auf die Maschine hinzukommen, Downtime reduzieren können und interessante Insights aus der Maschine generieren können. Ja, dann vielen Dank für die interessanten Einblicke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.